Ja, guten Morgen, herzlich willkommen auf der Dachterrasse des Medico-Hauses hier in der Sonne. In dieser Runde soll es um den Rückkehrwatch gehen, mit dem wir vor kurzem an die Öffentlichkeit gegangen sind. Mein Name ist Ramona Lenz und ich bin Referentin für Flucht und Migration bei Medico und Sprecherin der Medico-Stiftung. Rückkehrwatch ist ein Recherche- und Dokumentationsprojekt, das die geförderte freiwillige Rückkehr problematisiert, die häufig alles andere als freiwillig ist, sondern aufgrund von Verzweiflung und Ausweglosigkeit von den Menschen in Anspruch genommen wird. Das ist ein Projekt, was uns im letzten Jahr beschäftigt hat und das wir letzte Woche unter www.freiwillige-rückkehr.de veröffentlicht haben. Es ist dreisprachig auf Deutsch, Englisch und Französisch. Wir werden jetzt mit Ihnen und euch gemeinsam durch die Seite gehen, zeigen zwei Kurzfilme, die wir dafür gemacht haben und geben einen Überblick über alles, was ihr auf der Seite finden könnt, Sie finden können. Das wird ungefähr 40 Minuten dauern, schätzungsweise. Sie und ihr könnten in der Zeit Fragen in den Chat eingeben, die von unserer Kollegin Jasmin gesammelt werden und gegen Ende reingegeben werden. Viele Leute haben dazu beigetragen, dass wir jetzt mit Rückkehrwatch online gehen konnten. Ihr findet eine lange Liste der Beteiligten auf der Seite. Ganz maßgeblich dafür war aber meine Kollegin Nina Schwarz, die das Projekt seit über einem Jahr betreut und vorangetrieben hat. Nina Schwarz ist Ethnologin und Migrationsforscherin und seit vielen Jahren auf unterschiedlichen Ebenen aktiv im Bereich antirassistischer Arbeit. Dass wir sie betraut haben mit dem Projekt Rückkehrwatch, hat auch damit zu tun, dass sie ihre Doktorarbeit genau zu solchen Programmen der Förderung freiwilliger Rückkehr in Marokko geschrieben hat. Also zur Externalisierung deutscher und europäischer Migrationspolitik in Richtung Nordafrika. Ich übergebe jetzt auch mal das Wort an Nina, die was dazu sagen wird, was es mit dem Konzept der freiwilligen Rückkehr überhaupt auf sich hat. Hallo, vielen Dank für die Frage. Genau, ich würde das einmal umreißen. Was genau ist freiwillige Rückkehr denn eigentlich? Also theoretisch geht es darum, dass es eine Form der Rückkehrhilfe ist, die Menschen bei der Rückkehr in ihr Herkunftsland unterstützen soll. Es gibt Rückkehrprogramme der EU, aber auch von einzelnen Mitgliedstaaten, ebenso auch aus Deutschland. Und wir haben uns das deutsche Programm genauer angeschaut. Generell soll es bei freiwilliger Rückkehr darum gehen, Rückkehr- und Reintegrationsprogramme sollen organisatorisch dabei helfen, zurückzukehren, finanzielle Unterstützung zu liefern, aber eben auch zu gucken, wie kann ein Neuanfang eigentlich funktionieren im Herkunftsland, eben auch langfristig. Das soweit erstmal die Bewerbung dieser Programme und die Grundidee. Dabei geht es natürlich auch um die Übernahme von Reisekosten und die Auszahlung von Starthilfen. Das Wichtige daran ist, dass es immer ganz konkret gekoppelt ist an Reintegrationsprogramme vor Ort. Und das ist auch was relativ neu ist. Und darüber werden wir heute noch länger sprechen. Die Zielgruppe sind vor allem Personen, deren Asylantrag in Deutschland abgelehnt worden ist. Aber auch, und das ist, kommt mit einer massiven Bewerbung, geht es einher, Menschen, die eigentlich gerade angekommen sind, sich orientieren und überlegen müssen, wie sie ihren Asylantrag stellen oder wie sie überhaupt erstmal in Deutschland zurechtkommen. Auch diesen Leuten wird nahegelegt, dass sie durchaus freiwillig zurückkehren könnten. Dahinter steht vor allem, was Merkel schon 2016 betont hat, ich zitiere, für die nächsten Monate ist das Wichtigste Rückführung, Rückführung und nochmals Rückführung. Wir haben also uns auch darauf konzentriert, dass Rückkehrförderungsprogramme vor allem eben auch Ausreisezahlen erhöhen sollen und zur Reintegration vor Ort beitragen sollen, damit die Leute eben dann auch dort bleiben. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen und von euch an die eine relativ große Plakatkampagne in Deutschland des Innenministeriums Ende 2018. Es gab den bestechenden Slogan Dein Land, deine Zukunft jetzt. Dabei handelte es sich um ein ziemlich unmoralisches Angebot, und zwar das eben so, wenn man sich so früh wie möglich dazu entscheidet, auszureisen, man extra Boni bekommt im Herkunftsland. Auf diesen Plakaten waren Länder abgebildet über Flaggensymbole wie Afghanistan, Syrien, Somalia, aber auch die Türkei. Das heißt, es hat sich auf eigentlich alle Personengruppen bezogen, Neueingereiste und seit langem etablierte Communities in Deutschland. Die Kampagne war schockierend, weil die Aussage eben war, geh einfach, du bist hier gar nicht willkommen.
Ja, es gibt mindestens zwei Gründe, warum wir bei Medico entschieden haben, uns intensiver mit der Förderung freiwilliger Rückkehr zu beschäftigen, auch mit der Reintegration. Das ist ja dann das, was folgt, wenn die Leute zurückgekehrt sind. So heißt es zumindest. Das hat mit dem zu tun, was Nina schon erwähnt hat, dass seit 2015 die Zeichen in Deutschland und Europa verstärkt nochmal auf Abwehr und Rückführung von Flüchtlingen und Migrantinnen stehen. Das drückt sich auch aus in ressortübergreifenden Ansätzen. Es ist schon länger so, dass die Entwicklungszusammenarbeit auch für die Migrationssteuerung in den Dienst genommen wird. Das Ausmaß aber, in dem die Entwicklungszusammenarbeit jetzt in Programmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr und Reintegration involviert ist und selbst solche Programme entwickelt und umsetzt, das hat nochmal eine neue Dimension bekommen in den letzten Jahren. Und das wollten wir uns als Organisation, die ja selbst im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist und die Abschottungspolitik der Europäischen Union und Deutschlands kritisch begleitet, genauer anschauen. Ein wichtiger Impuls kam dabei auch von unseren Partnerorganisationen. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit abgeschobenen Selbstorganisationen in Westafrika zusammen. Das sind Menschen, die selber abgeschoben wurden, die sich nach der Abschiebung organisiert haben und neue Abgeschobene in Empfang nehmen nach ihrer Rückkehr und begleiten. Und die waren zunehmend mit freiwilligen RückkehrerInnen konfrontiert. Also Menschen, die eben nicht abgeschoben wurden, aber auch vor dem Nichts standen und bei ihnen Hilfe gesucht haben. Eine ähnliche Situation hat sich auch bei unseren Partnerinnen in Afghanistan irgendwann gezeigt. Auch dort kamen eben nicht nur Abgeschobene zurück, sondern zunehmend auch freiwillige Rückkehrerinnen. Und die haben sogar gesagt, dass die freiwilligen Rückkehrerinnen teilweise schlechter dastehen als die Abgeschobenen. Bei allen ist es so, dass nach einer Rückkehr aus einem westlichen Land die Gefahr erhöht ist, Opfer eines Übergriffs zu werden. Die Familien sind in Gefahr. Man geht davon aus, die Leute haben Kontakt in den Westen, gelten als verwestlicht, haben möglicherweise Geldquellen, auf die man zugreifen möchte. Also die Gefahr für Menschen, die abgeschoben wurden, sind sehr, sehr groß in Afghanistan, immer schon gewesen in den letzten Jahren, jetzt natürlich noch mal mehr. Das Gleiche gilt aber auch für Freiwillige, die freiwillig zurückgekehrt sind. Und bei denen kommt erschwerend hinzu, dass sie sich selber Vorwürfe machen, dass sie diese Entscheidung getroffen haben, denn sie stehen vor dem gleichen Elend und müssen zusätzlich noch ertragen, dass sie selbst entschieden haben, in diese Misere zurückzukehren. Ja, und ich würde jetzt mal ganz kurz was zu der Seite generell sagen, wie wir die aufgebaut haben und wie wir das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, versucht haben zusammenzubringen. Wir sehen jetzt auch hier die Startseite. Auf freiwillige-rückkehr.de versammeln wir eben in drei Sprachen, wie schon gesagt, journalistische Hintergrundartikel und politische Positionen. Wir haben also mit JournalistInnen in verschiedenen Ländern zusammengearbeitet, aber eben auch mit Organisationen, die sich seit vielen, vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben zwei Kurzfilme produziert, die kurz und ich denke auch sehr verständlich die Problematik freiwilliger Rückkehr und Reintegration beschreiben und die Geschichten der RückkehrerInnen aufnehmen. Wir haben 15 Geschichten oder auch Porträts, heißt das auf unserer Seite, gesammelt, die die Stimmen der RückkehrerInnen wiedergeben. Das sind Personen, die nach Afghanistan, Irak, Marokko, Nigeria und Mali zurückgekehrt sind. Die beschreiben sehr eindrücklich die Rahmenbedingungen der Rückkehrförderung und zeigen die Vielfalt auf, die Komplexität, die hinter diesen Rückkehr- und Reintegrationsprogrammen stehen und haben mit uns dankenswerterweise ihre Erfahrungen geteilt. Wir haben, wie auch schon gesagt, mit Expertinnen eben genau geschaut, was auf der Länder- und Kontextseite ist das ersichtlich, was eigentlich diese Zusammenhänge sind von Innenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit, der Diskurs um Ausreise und Rückführung, dieses Rückkehrförderungstrends eben. Wir erklären, wie die deutschen Programme genau aufgebaut sind, und umgesetzt werden und wie eigentlich vor welchen Schwierigkeiten eben Personen stehen, die rückkehren. Um das jetzt genauer zu verstehen und damit wir eine gemeinsame Grundlage auch für die Diskussion haben, würden wir uns gerne mit euch 3 Minuten ein Video anschauen. Das ist auf unserer Kontextseite zu finden und es beschreibt die Hintergründe, wie freiwillige Rückkehr und Reintegration zusammenhängen, was die Ministerien da genau machen und warum wir das eigentlich schwierig finden. Während des langen Sommers der Migration
überwanden tausende Menschen die Grenzen der Festung Europa. Es dauerte nicht lange, da reagierten europäische Regierungen auf Druck von rechts mit Abwehrmaßnahmen. Ihr Ziel, die Zahl der ankommenden Menschen zu senken. Die neue Zauberformel dafür, Rückführung und Fluchtursachenbekämpfung. Die Verhältnisse zu überwinden, die Menschen weltweit zur Flucht zwingen, ist mit Fluchtursachenbekämpfung aber nicht immer gemeint. Vielmehr ermöglicht das neue Label der EU, Mittel für Entwicklungszusammenarbeit oder wirtschaftliche Investitionen an Länder fließen zu lassen, die bereit sind, die Fluchtrouten nach Europa zu blockieren. Neben Armutsbekämpfung oder Bildung wird Entwicklungshilfe so auch für die Ausbildung von Polizei und Armeen in diktatorischen Regimen verwendet. Dieser Interpretation von Fluchtursachenbekämpfung folgen auch die Programme zur freiwilligen Rückkehr und Reintegration in Deutschland. Sie legen Schutzsuchenden bereits bei ihrer Ankunft in Europa die Rückkehr in ihr Herkunftsland nahe. Für eine frühzeitige Ausreise werden extra Boni versprochen, die Übernahme von Wohnkosten oder Hilfe bei der Arbeitssuche im Herkunftsland. Als Gegenleistung müssen die Menschen auf ihren Schutzstatus, ein Asylverfahren und weitere Rechtsmittel verzichten. Vielen Geflüchteten in Deutschland fehlt es an rechtlichem Beistand und Perspektiven im Asylverfahren. Das liegt auch daran, dass den unabhängigen Aufenthaltsberatungen massiv die Mittel gekürzt wurden. Übrig bleibt oft nur die einseitige Beratung durch die Rückkehrprogramme. Viele Menschen fühlen sich dadurch unter Druck gesetzt. Ausweglosigkeit und Verzweiflung oder auch die Angst vor einer brutalen Abschiebung sind dann oft Gründe, sich auf eine freiwillige Rückkehr einzulassen. Für die, die zurückkehren, ist die politische und wirtschaftliche Situation meist schwierig, manchmal sogar lebensbedrohlich. Die schön klingenden Versprechen der Bundesregierung werden oft nicht eingehalten. Oder die Mittel reichen nicht aus, um ein menschenwürdiges und sicheres Leben aufzubauen. Viele bereuen ihre Entscheidung zur Rückkehr. Einige sehen sich erneut zur Flucht gezwungen. Mit ihrem Rückkehrprogramm versucht die Bundesregierung, das Recht auf Asyl auch den Menschen abzukaufen, die eigentlich gute Anerkennungschancen haben oder aus Ländern kommen, in die nicht abgeschoben werden darf. Und jede freiwillige Rückkehr dient ihr als Argument für die vermeintliche Sicherheit des jeweiligen Landes. Dadurch können Abschiebungen auch in unsichere Länder legitimiert werden. Wir meinen, freiwillig geht anders. Und Fluchtursachenbekämpfung auch. Ja, ich hoffe, das hat schon mal einen kleinen Eindruck gegeben. Ich würde dann weitermachen damit, wie viele Menschen eigentlich zurückkehren, sogenannt freiwillig, und wohin, um da den Rahmen abzustecken. Das ist gar nicht so einfach, weil wir ganz unterschiedliche Programme und Institutionen haben in der EU und in den Mitgliedstaaten, die sich damit befassen und diese Rückführung umsetzen. Hauptakteur ist hier die Internationale Organisation für Migration, die IOM. Die IOM operiert sozusagen auf EU-Ebene, aber eben auch in den Mitgliedstaaten. Und dann gibt es wiederum nationalstaatliche Institutionen und Organisationen, die da auch beteiligt sind. Die IOM sagt jedenfalls, dass jetzt aufgrund der Covid-Pandemie im Jahr 2020 die freiwillige Rückkehr oder wie sie es nennen, Assisted Voluntary Return and Reintegration, um 43% zurückgegangen sind. Das bedeutet in Zahlen, dass wir von knapp 65.000 Personen im Jahr 2019 zu knapp ein bisschen mehr als 37.000 Personen in 2020, dass wir davon sprechen und es runtergegangen ist. Wenn wir uns das auf deutscher Ebene anschauen, hat das Bundesamt für Migration die Zahlen zu 2019 veröffentlicht. Da waren es 13.000 Personen, die über die deutschen Programme zurückgekehrt sind. Und 2020 sind es laut BAMF nur noch
5.700 Personen. Auch hier ist der Rückgang der Zahlen mutmaßlich auf die Covid-Pandemie zurückzuführen. Die zwei Hauptherkunftsländer sind aktuell an erster Stelle Irak mit 683 RückkehrerInnen. Das ist jetzt auch eine recht überschaubare Zahl erstmal. Im Jahr 2020 und danach folgt Georgien mit 510 Personen. Welche Länder haben wir uns genauer angeschaut und warum? Darauf würde ich gerne eingehen. Da kann man dann sich dann auch immer wieder genau angucken, okay, in welche Länder kehren wie viele Personen dann eigentlich zurück. Unsere Länderfokussierung hat sich auch ergeben aus dem Programm Perspektive Heimat der Bundesregierung. Und wir konnten uns in dem Rahmen ein paar Länder genauer anschauen. Das ist Afghanistan, Nordirak und Irak, Marokko, Tunesien, Ägypten, aber auch die freiwillige Rückkehr aus Griechenland, also die EU-Ebene nochmal aus Griechenland, vor allem nach Pakistan und auch von Libyen nach Mali. Und wenn auch nicht Teil von Perspektive Heimat, so organisieren doch einige, und das ist erschreckend, einige Landesregierungen in Deutschland freiwillige Rückkehr ebenfalls nach Syrien. Und deswegen fanden wir es wichtig, hier eben auch auf unserer Kontextseite einen Beitrag dazu zu posten. Und ja, es ist ein sehr starker Text, wie die anderen auch. Die Beiträge sind geschrieben von Personen, die sich eben mit diesem lokalen Fokus schon lange mit dem Thema beschäftigen. Wir haben jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt, wer da eigentlich so mitmischt. Vielleicht nochmal genauer auf deutscher Ebene. Wer steckt denn eigentlich dahinter? Dahinter steckt die sogenannte gemeinsame Rückkehrinitiative von Innen- und Entwicklungspolitik. Also, und damit, so nennt Valentin Feneberg das auf unserer Seite, eine Zweckehe der Bundesministerien des Inneren und für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also das BMI und das BMZ in einer Zweckehe. Rückkehrförderungsprogramme werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, gibt es ja schon lange, seit den 70ern. Aber es gibt eben eine neue Verbindung und das ist die Verbindung von Innenpolitik und Entwicklungspolitik. Das ist einer der wichtigen Faktoren, warum wir finden, dass wir uns das genauer anschauen müssen und Kritik üben müssen. Denn der Ansatz ergänzt eben den Fokus der Innenpolitik auf Ausreise seit 2015 um die Reintegration der Betroffenen, die dann mithilfe von Entwicklungszusammenarbeit umgesetzt wird und gelingen soll. Die zentrale Maßnahme dieser neuen Verbindung ist das schon erwähnte Programm Perspektive Heimat, das seit 2019 und jetzt 2017, Entschuldigung, und jetzt kommt ein neuer Akteur, eine neue Akteurin ins Spiel, von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der GIZ, umgesetzt wird. Die bedeutendste politische Neuerung darin ist die Erkenntnis, dass die Reintegration der Rückkehrenden in ihren Herkunftsländern eine größere Rolle spielen muss und soll. Freiwillige Rückkehr und Reintegration muss also ganz eng verknüpft sein. Wir können es gar nicht mehr unabhängig voneinander denken. Und das alles wird dann unter dem Keyword der sogenannten Fluchtursachenbekämpfung gehandelt. Die GIZ spielt eben bei der Umsetzung eine extrem wichtige Rolle. Nicht nur in den Herkunftsländern zur Reintegration, auch hier vor Ort in Deutschland bei der Beratung, der Kommunikation zu den Reintegrationsstellen in den Herkunftsländern und das passiert durch sogenannte Reintegrationsscouts der GIZ. Das stellt für die GIZ-Arbeit als Entwicklungsinstitution einen Paradigmenwechsel dar. Es ist durchaus so, dass die GIZ auch schon früher zur Migration selbstverständlich gearbeitet hat, das ist vielen bewusst. Dass es aber jetzt diesen Ausmaß des Bezuges zur Rückkehr gibt, das ist neu. Und zeigt eben auch, dass die Arbeit mehr und mehr im Dienste der Innenpolitik und damit leider auch im Dienste einer restriktiven Migrationspolitik steht.
Wir gehen jetzt mal auf die Seite unter der Überschrift Kontext. Also die Seite ist grob in drei Bereiche unterteilt. Das seht ihr oben. Es gibt eine Kontextseite, eine Porträtseite und eine Länderseite mit vielen Texten darunter. Unter der Überschrift Kontext haben wir auf freiwilligerückkehr.de eine Reihe von Texten und Statements versammelt von Expertinnen, die aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema und der Praxis dazu betraut sind. Das sind wissenschaftliche, juristische Perspektiven, aber auch psychologische, aktivistische. Also ganz verschiedene Ansätze, sich damit auseinanderzusetzen. Einer ist schon erwähnt worden, das ist der Valentin Feneberg. Das ist ein Politikwissenschaftler, der sich das Programm Perspektive Heimat in der eigenen Forschung genauer angeschaut hat. Er hält in seinem Text ein paar Eckdaten fest, unter anderem diese, dass das Programm Perspektive Heimat eine Laufzeit bis 23 hat und dass von 2017 bis 21 dafür insgesamt rund 606 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt wurden. Jetzt ist es so, dass nicht nur die Bundesregierung, wir haben das schon erwähnt, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit involviert ist in die freiwillige Rückkehr. Das Gleiche kann man auch auf EU-Ebene beobachten. Im November 2015, also kurz nach der Ankunft vieler, vor allem syrischer Flüchtlinge in Europa, in kurzer Zeit gab es ein Gipfeltreffen in Valletta. Und auf diesem Gipfeltreffen wurde der EU-Treuhandfonds beschlossen, EUTF für Afrika, angeblich mit dem Ziel, Fluchtursachen zu bekämpfen. Weitere Ziele sind die Unterbindung irregulärer Migration, Rückführungen, aber auch die Förderung legaler Migrationswege. Tatsächlich sind in diesen Fonds Gelder geflossen, die eigentlich im Rahmen des Europäischen Entwicklungsfonds für ganz klassische entwicklungspolitische Zwecke vorgesehen waren, wie Armutsbekämpfung. Und die wurden umgewidmet für migrationspolitische Zielsetzungen. Ob es jetzt bei diesem Fonds tatsächlich um die genannten Ziele geht, darf man allerdings bezweifeln, wenn man sich anschaut, welche Länder dort im Fokus stehen. Das sind Länder Nordafrikas beispielsweise, Länder, die entlang der Hauptrouten von Flucht und Migration in Richtung Europa liegen. Man muss also vermuten, dass es dort weniger darum geht, Ursachen von Flucht zu unterbinden, als darum, Migration und Flucht zu steuern und letztlich auch zu verhindern. Das kann man auch daran sehen, dass der Erhalt von Entwicklungshilfezahlungen gekoppelt wurde an die Kooperationsbereitschaft der Länder, bei der Rückführung von Migrantinnen aus Europa mitzuwirken. Inken Bartels hat sich für eine Studie für die Heinrich-Böll-Stiftung mal die Verteilung der Gelder genauer angeschaut. Wie gesagt, es gibt da verschiedene Zielsetzungen, die mit dem Fonds erreicht werden sollen. Fluchtursachenbekämpfung, Unterbindung irregulärer Migration, Förderung legaler Migrationswege und Rückführung. Und da kann man sehen, dass 9% des Geldes für Rückführungen aufgewendet werden und nur 1% für die Förderung legaler Migrationswege nach Europa. Wenngleich das häufig in einem Atemzug genannt wird, vor allem wenn es auch um die Migrationsberatungszentren in den Ländern geht, wo angeblich eben auch Menschen darüber aufgeklärt werden, wie sie legal nach Europa kommen können. Da würde ich den Text von Uwe Kekkeritz zu empfehlen, der hat sich diese Zentren genauer angeschaut. Aber auch Sofian Nasseur hat in Tunesien sich mit diesen Zentren befasst. Ja, jetzt ein Sprung von den Zahlen zu den Menschen hinter den Zahlen. Was sind denn die häufigsten Motive einer freiwilligen Rückkehr? Warum entscheiden sich Menschen denn nun tatsächlich dazu, das in Anspruch zu nehmen bei allen Schwierigkeiten, die wir gerade schon angedeutet haben? Dafür haben wir eine Reihe von Interviews geführt, beziehungsweise Menschen, die in Kontakt mit Rückkehrerinnen waren, haben diese Interviews für uns geführt. Und was dabei rauskam, ist, dass die meisten Menschen gehen, weil sie verzweifelt sind, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sehen oder weil sie falschen Versprechungen geglaubt haben, die sich nicht realisiert haben nach ihrer Rückkehr. Vieles hat es damit zu tun, dass die Menschen hier in einem restriktiven Asylsystem gefangen sind, dass sie zermürbt, es geht nicht voran mit ihrem Verfahren, sie sind untergebracht in Flüchtlingsunterkünften, was sie nicht mehr aushalten. Und sie haben eben dann die Hoffnung, das Ganze könnte vielleicht nach einer Rückkehr doch noch ein gutes Ende nehmen. Es ist aber auch explizit die Rede von Rassismuserfahrungen und Ausgrenzung, die Menschen so verzweifeln lässt, dass sie sich dazu entscheiden. Elise Bittenbinder, die ehemalige Geschäftsführerin von der BAF, der Bundesarbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge und Folteropfer, von ihr ist auch ein Text auf der Seite, ein Interview mit ihr, die hat das ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht. Eine ihrer Klientinnen hat gesagt, soll ich warten, bis ich morgens mit den Kindern aus dem Schlaf gerissen und abgeschoben werde oder soll ich lieber selbst ausreisen?
Gerade Menschen mit Kindern haben Angst vor einer Retraumatisierung, wenn im Morgengrauen die Polizei vor der Tür steht und sie zum Flughafen bringt, um sie abzuschieben. Und die wollen diese furchtbare Situation ihren Kindern ersparen und entscheiden sich deswegen, freiwillig zu gehen, bevor so etwas passiert. Tatsächlich aber, und das wird eben auch deutlich, wenn man verfolgt, was mit den Leuten nach ihrer Rückkehr passiert, gelingt eine Reintegration nur in den allerwenigsten Fällen. Am Ende eines langen Weges stehen die Zurückgekehrten oft schlechter da als zuvor. Auch dazu haben wir ein kurzes Video auf der Seite, das ein bisschen einfängt, was wir in den Interviews gehört haben. Direkt nachdem ich meinen Antrag auf Asyl eingereicht habe, wurden mir die Unterlagen für das freiwillige Rückkehrprogramm in die Hand gedrückt. Warum ich fliehen musste, hat niemanden wirklich interessiert. Als unser Asylantrag abgelehnt wurde, war das ein Schock. Die Ausländerbehörde hat uns gedrängt, möglichst schnell auszureisen. Dass wir gegen den Ablehnungsbescheid hätten Einspruch erheben können, wussten wir nicht. Und auch nicht, dass wir damit gute Chancen gehabt hätten. Unsere Angst vor einer gewaltvollen Abschiebung in der Nacht war groß, vor allem wegen unserer kleinen Tochter. Deswegen haben wir uns entschieden, lieber zu gehen. Ich habe mich über Jahre bemüht, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen oder einen Platz in einem Deutschkurs. Immer vergeblich. Die Welt wurde jeden Tag düsterer. Ich war zum Schluss total erschöpft und konnte kaum mehr klar denken. Wenn du so isoliert bist, die Sprache nicht kennst und rassistisch beleidigt wirst, da willst du nur noch weg und stimmst zu. Das fühlt sich an wie eine Abschiebung, nur ohne dass man offiziell gezwungen wurde. Als ich hier ankam, wusste ich sofort, das war ein Fehler. Meine Eltern sind aus diesem Land geflohen, bevor ich geboren wurde. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier und kenne niemanden. Damit ich einwillige, wurde mir Hilfe bei der Existenzgründung versprochen. Vor der Abreise bekam ich etwas Geld. Das war schnell aufgebraucht. Von den weiteren Versprechen des Rückkehr- und Reintegrationsprogramms wurden viele nicht eingehalten. Auf Anraten des Reintegrationsprogramms habe ich einen Friseursalon aufgemacht. Es gibt aber schon genug Friseure in der Stadt. Und die Leute sind sehr arm. Ich kann oft nicht mal die Miete für den Laden aufbringen. Wir trauen uns nicht aus dem Haus. Die Gruppe, wegen deren Todesdrohungen wir fliehen mussten, ist ja nicht verschwunden. Und es gibt keine Sicherheitsbehörden, die uns und unsere Kinder schützen. Ja, diese Geschichten, die Gespräche mit Rückkehrerinnen zeigen also, eine Entscheidung zur Rückkehr mithilfe der offiziellen Programme hat mit Freiwilligkeit ziemlich oft gar nichts zu tun. Ein krasses Beispiel ist das von Samuel, der aus seiner Unterkunft in Süddeutschland nach Nigeria abgeschoben wurde. Er hatte Monate zuvor in die freiwillige Rückkehr eingewilligt, weil er keine Möglichkeit der Aufenthaltssicherung für sich sah, hat sich darauf eingelassen, hat gesagt, er möchte nicht mit leeren Händen zurückkehren, er möchte versuchen, sich eine Zukunft in Nigeria aufzubauen. Er wollte es versuchen, er hat an Workshops teilgenommen in Deutschland, um sich entsprechend vorzubereiten. Und wurde dann dennoch abgeschoben. Er wurde unter
unter Aussagen, dass er in die Ausländerbehörde geholt. Er soll einen Covid-Test machen und die Dokumente müssen zusammengesucht werden. Und als dieser Covid-Test gemacht wurde, stand dann alles bereit und er wurde tatsächlich im Morgengrauen abgeschoben. Wenn ihr dazu oder sie mehr wissen und lesen wollt, könnt ihr das in dem Porträt, das wir zu Samuel geschrieben haben, auf unserer Website, aber auch der Bayerische Rundfunk, der ist da auch verlinkt, und der Flüchtlingsrat Bayern haben dazu ausführlich berichtet. An diesem und an anderen Fällen sehen wir, wie Verantwortung hin und her geschoben wird, wie auch Rechtsbrüche stattfinden und Zusagen schlicht nicht eingehalten werden. Diese Zusagen, also das wurde uns sehr oft erzählt, die versprochenen Leistungen wurden oft nicht ausgezahlt. Diese Reisekosten werden in jedem Fall, soweit wir das untersuchen konnten, übernommen. Aber das, was dann sozusagen an Zusatzfinanzierung dafür, dass man ankommen kann und sich etwas aufbauen kann, versprochen wird, das wird sehr oft nicht ausgezahlt. Davon erzählen uns zum Beispiel die drei RückkehrerInnen, die nach Marokko zurückgekehrt sind, die wir auf unserer Seite porträtiert haben. Sie haben vergeblich um die zweite Rate gebeten und wurden immer wieder vertröstet. Ich würde gerne eine Geschichte vorlesen, an der leider sehr sichtbar wird, wie brutal und unverantwortlich die Rückführung nach Afghanistan auch schon seit langem ist. Und das ist es, die Geschichte von Amina und Adnan. Rückkehr mit Todesfolge. Adnan und Amira Saber, Afghanistan, Deutschland, Afghanistan. Im Herbst 2015 kamen sie gemeinsam aus der afghanischen Stadt Herat nach Deutschland. Das junge Paar Adnan und Amira Saber mit ihrem ersten Kind Tara sowie Adnans Vater. Im Oktober 2015 stellten sie einen Asylantrag in einer kleinen Stadt im Osten Deutschlands. Ihr Wunsch? Anzukommen, einen sicheren Ort für die Zukunft zu finden und nach vorne schauen zu können. Adnan und Amira hofften auf Unterstützung durch Verwandte in Hamburg. Doch schon bald merkten sie, dass sie hinsichtlich aufenthaltsrechtlicher Fragen weder aus ihrem familiären Umfeld noch bei unabhängigen Beratungsstellen wirklich Hilfe erhielten, die sie gebraucht hätten. Ablehnung des Asylantrags. Die Behörden interessierten sich weder für die aktuellen Lebensumstände noch für die Zukunftspläne der Familie und schätzten die Fluchtgründe vollkommen falsch ein. An einem Tag im Herbst 2016 hielten Adnan und Amira schockiert den negativen Asylbescheid in den Händen. Darin heißt es, ich zitiere, unter Berücksichtigung der Ausführungen zum Flüchtlingsschutz ist nicht erkennbar, dass den Antragstellern bei Rückkehr nach Afghanistan die Todesstrafe drohen würde. Anhaltspunkte, dass den Antragstellern nach Rückkehr ein ernsthafter Schaden durch Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohen würde, sind ebenfalls nicht ersichtlich. Eine Schutzfeststellung nach § 4 Absatz 1 Nummer 3 Asylgesetzbuch scheidet ebenfalls aus. Die Antragsteller müssen keine ernsthafte individuelle Bedrohung ihres Lebens oder ihrer Unversehrtheit befürchten, weil sie als Zivilperson nicht von willkürlicher Gewalt im Rahmen eines in ihrem Herkunftsland bestehenden innerstaatlich bewaffneten Konflikts betroffen sind. Die Antragsteller sind im Hinblick auf ihre Rückkehr in die Heimatstadt Herat keiner individuellen Gefahrenlage ausgesetzt. Adnan hatte in der Anhörung vorgetragen, dass er in Herat bedroht worden war und die Hintergründe dargelegt. Drohanrufe und brennende Benzinkanister im Hof seien eindeutige Signale gewesen, sagt er. Nachdem er dies der dortigen Staatsanwaltschaft vorgetragen hatte, hatte ihn der Staatsanwalt selbst verhaften lassen. Gegen Lösegeld kam Adnan wieder frei. In Deutschland erkannten die Behörden all das nicht als Asylgrund an. Anders bei Adnans Vater. Auch er hatte angegeben, in Herat bedroht worden zu sein. Seinem Asylgesuch wurde stattgegeben. Adnan und Amira hätten Widerspruch gegen den Asylbescheid einlegen können. In Anbetracht der positiven Aufenthaltsentscheidung von Adnans Vater wären diese Aussichten sogar gut gewesen. Aber die beiden sprachen noch nicht genug Deutsch, kannten ihre rechtlichen Möglichkeiten nicht und hatten große Angst vor einer gewaltsamen Abschiebung durch die Polizei. Obwohl Amira mittlerweile wieder schwanger war, eröffnete die Ausländerbehörde dem Paar keine weiteren Möglichkeiten, außer einer, der freiwilligen Rückkehr.
Letztlich war es der limitierte Zugang zu unabhängiger rechtlicher Beratung, der die Familie 2017 dazu brachte, sich einer Rückkehr nach Afghanistan zu beugen. Zurück in Herat. Die Katastrophe geschieht. Ende 2017 verabschiedete sich die dreiköpfige Familie von Adnans Vater und flog zurück in die Region Herat. Die Ankunft gestaltete sich schwierig. Zwar hatten die beiden Eheleute im Rahmen des Rückkehrprogramms pro Person rund 500 Euro erhalten, aber das Geld war bald aufgebraucht und weder Adnan noch Amira fand Arbeit. Sie kamen vorläufig bei Verwandten unter. Bald wurde ihr zweites Kind geboren. Doch sie wussten, dass sie in ständiger Gefahr waren und verließen das Haus nur selten. Im April 2019, Adnan war mit dem Moped auf dem Rückweg vom Markt, wo er Essen für die Familie besorgt hatte, schlug ihm jemand mit einem Holzscheit auf den Hinterkopf. Wenig später starb er an den Folgen des Schlages. Vieles weist darauf hin, dass diejenigen, die ihn ermordet hatten, auch für die Drohung vor der Zeit in Deutschland verantwortlich war. Es handelt sich um eine militarisierte Gruppe, die oft mit den Taliban zusammenarbeitet und ein Dorf südlich von Herat regiert. Adnan hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. Für Amira ist die Situation seit dem Tod ihres Mannes unsicherer denn je. Kaum hatte sie wegen des Mordes an ihrem Mann Anzeige erstattet, erhielt sie einen Brief. Ihr toter Ehemann habe Geldschulden und sie müsse diese begleichen. Adnans Vater, noch immer in Deutschland und in tiefer Trauer um seinen Sohn, fürchtet nun für seine Schwiegertochter das Schlimmste. Es ist nicht auszuschließen, dass man sie zwangsverheiratet, um die Schulden zu begleichen. Aktuell lebt Amira deshalb mit den Kindern bei entfernten Verwandten. Nach Adnans Tod hat sie keinerlei finanzielle, rechtliche und psychosoziale Unterstützung mehr erhalten. Wie es weitergehen soll, das weiß sie nicht. Aufgezeichnet haben wir das Porträt vor der Machtübernahme der Taliban. Was jetzt mit der Familie ist, wissen wir nicht. Aber es sind Geschichten wie diese, die wir den Worthülsen von Fluchtursachenbekämpfung und freiwilliger Rückkehr entgegenstellen wollen, die positiv konnotiert sind und in der Realität solche Schicksale hervorbringen. Die Idee, sowas wie ein Rückkehrwatch aufzubauen, gab es bei Medico schon lange. Dass wir damit genau jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen, hat damit zu tun, dass die Bundestagswahl vor der Tür steht und wir wollen eben jetzt auch auf Begriffe in diesen Wahlprogrammen der Parteien dazu uns Stellung beziehen mit unserem Rückkehrwatch, denn Fluchtursachenbekämpfung findet sich in fast allen Parteien in den Programmen und immer natürlich positiv konnotiert. Fluchtursachenbekämpfung, Unterstützung beim Neuanfang im Herkunftsland klingt ja auch erstmal gut. Und auch freiwillige Rückkehr als softe Maßnahme des Migrationsmanagements wird eben von verschiedenen Seiten propagiert. Und wir wollen zeigen, dass was hinter diesen Ideen sich tatsächlich verbirgt und warum das alles andere als humanitär und solidarisch ist. Und warum man auch fragen muss, was hat das eigentlich mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun, wenn die GIZ und das BMZ dort so aktiv sind. Und wir zeigen mit Geschichten wie der, die Janina vorgelesen hat, wie brutal eine sogenannte freiwillige Rückkehr sein kann, wie die Zustimmung zustande kommt und was danach mit den Menschen passiert. Vielleicht erreichen wir damit auch Menschen in den Behörden und in anderen Beratungsstellen, die ihren Klientinnen mithilfe der Seite freiwilligerückkehr.de informierter gegenübertreten können. Wir gehen nicht davon aus, dass das Thema freiwillige Rückkehr sich in absehbarer Zeit erledigen wird. Dafür gibt es keine Anzeichen. Die Politik, die Flucht- und Migrationspolitik von EU und Deutschland steht weiterhin, die Zeichen stehen weiterhin auf Abschottung und Rückführung und man wird weiterhin auch auf die freiwillige Rückkehr setzen, da sie eben scheinbar humaner und weniger strittig ist, auch als Abschiebungen. Darauf deuten auch aktuelle Policy-Papiere hin und Berichte, zum Beispiel der neue Flucht- und Migrationspakt, den die EU-Kommission vor einem Jahr kurz nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria vorgestellt hat. Auch der weist in die Richtung, freiwillige Rückkehr als Königsweg vorzustellen. Da soll nun auch Frontex eingebunden werden, also die Grenzschutzagentur, von der man weiß, dass sie in brutale Pushbacks eingebunden ist, die soll oder beteiligt ist, diese Pushbacks umsetzt. Diese Agentur soll nun Menschen bei ihrer Ankunft zu einer freiwilligen Rückkehr beraten und bei der Umsetzung der freiwilligen Rückkehr behilflich sein.
Selbst der Bericht der Fluchtursachenkommission, eine Kommission, die die Bundesregierung vor circa 2 Jahren eingesetzt hat und der vor kurzem vorgelegt wurde, der sich sehr, sehr kritisch mit dem Begriff der Fluchtursachenbekämpfung auseinandersetzt, der sagt, wenn wir Fluchtursachen bekämpfen wollen, müssen wir hier ansetzen. Aber was den Bereich der freiwilligen Rückkehr betrifft, ist er sehr undifferenziert und schlägt auch diese freiwillige Rückkehr eben als migrationspolitischen Ausweg vor. Wichtige Maßnahme für die Zukunft. Und unser Ziel ist es, mit diesem Projekt Rückkehrwatch Wasser in den Wein zu gießen, zu sagen, dass wir aufmerksam sein müssen bei diesen Worthülsen und genau schauen müssen, was sich dahinter verbirgt. Ja, und die Rückmeldung, die wir erhalten während des Projekts, Prozesses, aber jetzt auch nach der Veröffentlichung, ist natürlich oft auch die Frage, wie können denn diese Rückkehrprogramme jetzt eigentlich verbessert werden, so viel, wie wir daran kritisieren. Und ich glaube, das ist eine Frage, die eine extrem komplexe Antwort braucht, wie viele Fragen in dieser Zeit. Und natürlich können wir sagen und haben das mit den ExpertInnen und RückkehrerInnen herausgearbeitet, dass die Behörden zum Beispiel, dass es Möglichkeiten gibt, die Behörden könnten umfassender aufklären. Und das, was wir auf jeden Fall brauchen und ein grundlegendes Problem ist, es braucht unabhängige Beratungsstellen, die ergebnisoffener beraten. Aber auch innerhalb der Rückkehrprogramme müssten Businesspläne bedarfsgerechter erstellt werden, also an die lokalen Gegebenheiten und tatsächlich zu gucken, was denn da los ist, wenn man dann zurückkommt. Unterstützung vor Ort müsste langfristiger geleistet werden. Aber all das würde nicht dazu führen, und das ist die wichtige Antwort dahinter, dass die Betroffenen eine freie Wahl haben. Denn die Rückkehrförderung, und das haben wir versucht, hier jetzt zusammenzubringen und auch auf der Seite zu bündeln, findet in einem politischen, rechtlichen und administrativen Kontext statt, in dem das Recht auf Schutz und alle Versuche, Rechte geltend zu machen, eben systematisch ausgehöhlt werden. Wie Aufnahme und Aufenthaltssicherung in Deutschland etwa abläuft, das ist das Problem. Dass es immer weniger unabhängige Beratungsstellen gibt, die zu den verbleibenden aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten beraten, dass diesen Beratungsstellen die Mittel gekürzt werden, das ist ein grundlegendes Problem. Es geht also von der immer engeren Auslegung berechtigter Schutzgründe über das Verbot zu arbeiten bis zu dem Zwang, in Isolation zu leben, in Massenunterkünften. Unter diesen Bedingungen ist ein Angebot, das schreiben wir in unserem Statement auf der Website, nie nur ein Angebot. Es ist immer ein Druckmittel und es gilt, Rückkehrforderung ist kein Gegenmodell zu einem restriktiven System der Migrationsabwehr und deswegen kritisieren wir es eben als solches. Es braucht also nicht den Ausbau von Rückkehrprogrammen. Es braucht ganz klar Bleiberecht und eben die Durchsetzung des Rechts zu bleiben und zu gehen. Ja, ich denke, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um Fragen zu beantworten. Jasmin hat die Fragen aus dem Chat gesammelt. Jasmin, kannst du dich zuschalten und uns erzählen, was da gefragt oder kommentiert wurde? Ich habe leider die Uhr nicht im Blick. Ihr müsst mir helfen und mir mitteilen, wie viel Zeit wir noch haben. Es dauert einen kleinen Moment. Jasmin wird sich jetzt zuschalten. Hallo Ramona aus dem Backstage-Bereich. Wir haben leider gerade kurze Probleme gehabt mit dem Bild. Ich hoffe, du kannst mich hören. Das ist aber jetzt Chrissy, oder? Kann das sein? Genau. Jasmin sitzt neben mir und macht die Bildregie. Eine Frage im Chat hat sich auf jeden Fall bezogen auf die irgendwie neue Situation in Afghanistan. Nämlich möchte eine Person gerne wissen, ob freiwillige Rückkehrerinnen aus Afghanistan evakuiert werden konnten, inwiefern sie bedroht sind und ob freiwillige Rückkehr ebenso wie die Abschiebungen dann jetzt ausgesetzt sind. Vielleicht könntet ihr dazu kurz was sagen. Ja, da kann ich kurz drauf antworten. Also die sind ausgesetzt, aber Evakuierungen von abgeschobenen und freiwillig zurückgekehrten hat es keine gegeben. Also wir selbst haben ja Partnerorganisationen in Afghanistan, eine die Afghan Human Rights Organization und die andere AMASO, die sich mit Abgeschobenen explizit befasst und auch mit freiwillig zurückgekehrten. Das ist ein Text von Abdul Ghafur auf unserer Seite, der es geschafft hat, in den ersten Flieger zu kommen. Also das erste Flugzeug, das mit 7 Personen ausgeflogen ist, mit einem einzigen Afghanen dabei, das war Abdul.
Unsere anderen Partner sind als Mitarbeiterinnen von NGOs, als Ortskräfte ganz, ganz weit unten auf den Listen. Sie haben es in keins der Flugzeuge geschafft und müssen jetzt andere Wege für sich selber finden, bei denen wir hoffen, unterstützen zu können. Aber was die Menschen anbelangt, die abgeschoben wurden oder freiwillig zurückgekehrt sind, da hat sich niemand bei den Evakuierungen drum gekümmert von offizieller Stelle. Und mich persönlich würde noch interessieren, ob ihr vielleicht was zur Perspektive sagen könnt. Würdet ihr denken, das ist was, was sich längerfristig trägt, bewertet? Wird das von der Bundesregierung als Erfolg sozusagen gewertet? Oder, also genau, wie schätzt ihr das einfach ein? Nina, magst du? Ja, wir haben versucht, im Rahmen des Projektes natürlich mit dem BMZ zu sprechen. Wir haben auch mit einigen Personen gesprochen. Und es ist leider so, dass es nicht wirklich Evaluationszahlen gibt, also nicht für das gesamte Programm, Perspektive Heimat zum Beispiel. Und es wird als ein Erfolg gehandelt von dem BMZ, vom BMI. Es war auch eben ein ausschlaggebender Punkt, dass angekündigt wurde, dass dort Erfolgsgeschichten präsentiert werden sollen, der uns dazu verleitet hat, zu sagen, lass uns da genauer hinschauen. Gibt es positive Geschichten, gibt es negative Geschichten, was steckt dahinter? Dass die Rückkehrförderung sehr versucht wird, positiv zu besetzen mit sehr teuren Kampagnen, wie die ich am Anfang kurz benannt habe, zeigt eben, dass es versucht wird, es so aussehen zu lassen. Aber mit unserer Recherche konnten wir jetzt schon eindeutig belegen, dass es extrem schwierig war, positive Fälle zu finden. Und deswegen, bisher konnten wir leider nicht feststellen, dass die Rückkehrförderung in irgendeiner Weise tatsächlich hilfreich für die individuellen Personen war. Auf den Seiten derer, die Programme umsetzen, gibt es natürlich durchaus Erfolgsgeschichten. Und da die haben Interesse daran, eben diese Erfolgsgeschichten zu erzählen. Nur muss man sich auch die genauer angucken. Also ist es ein Erfolg, wenn jemand nach der Rückkehr für ein Callcenter arbeitet? Hat das was mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun, wenn da ein internationales Callcenter billige Arbeitskräfte irgendwo beschäftigt und dann eben auf Rückkehrerinnen zurückgreift, die die entsprechenden Sprachen sprechen? Oder ist es ein Erfolg, wenn jemand zurückgekehrt ist und aber eigentlich die ganze Zeit drüber nachdenkt, wieder loszuziehen? Also diese Erfolgsgeschichten sind mit Vorsicht zu genießen. Wir sind auch auf jemanden getroffen in Erzählungen, dem es gelungen ist, sich danach wieder mit einer Autowerkstatt, meine ich, über Wasser zu halten. Das war aber allein, er ist mit einer Rückkehrhilfe auch zurückgekommen. Aber dass es gelungen ist, da wieder auf die Beine zu kommen, hatte vor allem damit zu tun, dass er ein Netzwerk hatte, dass er noch Familie hatte, dass er vor Ort noch gut eingebunden war. Das ist überhaupt ein Ergebnis, was auch Stefan Dünnwald für Mali beschreibt. Also wenn Menschen vor allem aus eigener Kraft zurückkehren und dann dort auf Strukturen treffen, in denen sie willkommen sind, in denen man sie unterstützt, dann kann eine Rückkehr gelingen. In den seltensten Fällen, uns ist keiner davon untergekommen, ist es die Rückkehrhilfe, die wirklich entscheidend dazu beigetragen hat, dass eine Reintegration gelingt. Okay, vielen Dank, Ramona. Ich denke, damit hast du die zwei anderen Fragen und Nina auch, die eben im Chat noch gestellt wurden, auch beantwortet mit vielen Beispielen von oder für RückkehrerInnen. Es gab noch die Frage nach der rechtlichen Situation. Nina hatte das gerade eben schon mal ein bisschen angesprochen. Trotzdem gibt es bei die explizite Nachfrage nochmal im Chat, wie die rechtliche Situation aussieht und ob es Rechtshilfe bei und für geflüchtete Personen gibt, um sich sozusagen dem zu widersetzen, dieser Rückkehr. In Deutschland. Ja, in Deutschland und der fragt die Person. Ob es da Unterstützung gibt. Genau, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den wir, ein ganz wichtiges Thema, das wir fokussieren auf der Seite. Wir schauen uns ja nicht nur an, was nach der Reintegration passiert, sondern eben, wie denn überhaupt diese Entscheidung zustande kommt und inwiefern die freiwillig ist. Und dabei spielt natürlich eine große Rolle, dass die Zeichen innenpolitisch auf Rückführung stehen und es wenig Interesse gibt, unabhängige Beratungsstellen, die eben nicht nur zu freiwilliger Rückkehr beraten, sondern zu den Möglichkeiten der Aufenthaltssicherung. Das bedeutet,
Die rechtlichen Möglichkeiten, es gibt durchaus oft rechtliche Möglichkeiten, aber diese auszuschöpfen, davon zu wissen, das Recht geltend zu machen, das ist die Schwierigkeit aktuell. Und das ist auch das, was uns viele unabhängige Beratungsstellen sagen. Einmal, dass die Mittel gekürzt werden, aber dann auch, Elise Bittenbinder macht das auch deutlich, das Vertrauen, was gestört wird. Wenn sozusagen an jeder Ecke zu freiwilliger Rückkehr beraten wird, dazu geworben wird und betroffene Personen eigentlich gar nicht mehr genau wissen, wem sie da so vertrauen können, dann kann das durchaus auch das Vertrauen zu unabhängigen Beratungsstellen schädigen. Und es kann durchaus so sein, dass betroffene Personen gar nicht mehr in diesem Dschungel nicht mehr durchblicken und gar nicht wissen, wer da jetzt tatsächlich versucht, Möglichkeiten aufzuzeigen oder wer dich eigentlich versucht zu überzeugen, davon zu gehen. Und ich würde sagen, aus dem Grund sind die rechtlichen Möglichkeiten vielleicht da, aber ganz oft nicht sichtbar. Und das ist einer der Hauptkritikpunkte, die wir üben. Dies ist die Wurzel, eine Wurzel des Problems, würde ich sagen. Zu der Frage der Positivbeispiele würde ich habe es gerade schon erwähnt, doch nochmal auf den Text von Stefan Dünnwald zu Mali verweisen wollen, der da eben auch ein Positivbeispiel schildert. Ich habe es jetzt gerade schon angedeutet. Und der aber dann auch sagt, allzu gut darf die Rückkehr ja auch nicht gelingen. Da ist ja schon der Fehler im System eingebaut, im Grunde genommen. Das ist gewollt, dass es gar nicht zu perfekt gelingt, weil man ja aus der Logik des Migrationsmanagements hier gar nicht möchte, dass die Leute zu erfolgreich sind, damit keine neuen, wie man das ja nennt, Pull-Faktoren geschaffen werden, damit die Leute, damit Menschen nicht kommen in der Hoffnung auf eine Rückkehrhilfe. Also da ist schon von Anfang an so seine These mitgedacht, dass der Erfolg nur bescheiden ist, wenn er überhaupt zustande kommt. Vielen Dank. Es wurde noch mal auf die Situation in Mali Bezug genommen, dass dort häufig eine Organisation genannt wurde, die sich intensiv um RückkehrerInnen kümmert, und die Frage, ob es darüber Erkenntnisse gibt. Vielleicht könnte die Person im Chat nochmal ausführen, welche Erkenntnisse sie genau meint. Also wir arbeiten ja in Mali seit vielen Jahren mit der Association Malienne des Expulsés zusammen. Ich hatte das erwähnt, eine abgeschobene Selbstorganisation, die uns jetzt eben auch 3 Frauen vorgeschlagen haben für die Porträts auf unserer Seite. Die sind alle 3, wenn ich mich richtig erinnere, aus Libyen zurückgekehrt, freiwillig zurückgekehrt, aber man kann sich gerade bei Libyen und den Folterlagern dort, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie weit es daher ist mit der Freiwilligkeit. Alles klar, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr im Chat. Falls es noch Personen gibt, die gerne eine Frage stellen wollen, dann wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt dafür. Ansonsten könnten wir auch in die Pause gehen. Also wir würden uns freuen, wenn die Seite Verbreitung findet. Wie gesagt, sie ist auf Deutsch, Englisch und Französisch da. Man kann sich da wirklich durchklicken. Sie ist niedrigschwellig, sie erzählt Geschichten, sie liefert aber auch Kontext. Und wir würden uns freuen, wenn sie vielleicht auch Menschen erreicht, die selber vor einer Rückkehrentscheidung stehen, weil auch da häufig nicht genügend Informationen vorliegen, um da eine informierte Entscheidung zu treffen. Also wir würden uns sehr freuen, wenn die jetzt gerade zuhören, dazu beitragen, dass die Seite auch gefunden und wahrgenommen wird. Vielen Dank. Dankeschön.